Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Anschluss an die heutige Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste vom FSV 08 Bissingen. Zunächst herzlichen Dank an die Fanabteilung Fatzki für die heutigen tollen Aktionen rund um die Bahnhofsmission, was die Kleidersammlung betrifft und auch den Verkauf des Kickers Adventskalenders zugunsten der Eugene Kinderstiftung. Gleichzeitig ein großer Dank an die 2450 Zuschauer. Die heutige Partie endete 1:1, wie Sie es gewohnt sind bei uns in der Pressekonferenz, die beiden Trainer. Zu meiner rechten Gästetrainer Alfonso Garcia, zu meiner linken Kickers-Cheftrainer Tobias Flitsch. Zunächst an dieser Stelle, Alfonso, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal hallo an allen. Ja, war natürlich nicht ganz einfach in der ersten Halbzeit. Haben wir eigentlich ja, bis auf die ersten 6, 7, 8 Minuten sind wir eigentlich ganz gut reingekommen. Dann haben wir drei Fehlpässe, 2, 3 verlorene Zweikämpfe gehabt und dann hat uns der Mumm verloren. Ja. Da haben wir ängstlich gespielt, zu verhalten gespielt und wenn du ängstlich spielst, hast du halt einfach hier dann keine Chance zu bestehen, ja? Wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst, wenn du nicht diese Zweikämpfe gewinnen willst unbedingt, dann wird es schwierig hier. Ja? Dann sind wir natürlich auch nur in Rückstand geraten durch den Einwurf, ja? Wir haben das angesprochen, aber es ist nicht immer ganz einfach zu verteidigen, das haben sie ganz gut gemacht, die Kickers, ja? Sauber durchgelaufen hinten, wir schlafen da ein bisschen und dann steht es schon 1-0, ja, und dann ist es natürlich sau schwierig. Dann in der Halbzeit habe ich zu den Jungs gesagt, ja, dass wir die Angst ablegen müssen. Ja, wenn wir hier noch was holen wollen, müssen wir mutig spielen, ja, müssen wir das spielen, was wir können. Ja, und wir können Fußball spielen, wir können guten Fußball spielen. Und das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit gezeigt. Ja, und ich denke, dass auch aufgrund von der zweiten Halbzeit dieser Punkt hier bei den Kickers auch hoch verdient ist für uns. Ja. Wir hätten es mit ein bisschen Glück hinten raus noch, haben wir schon noch 2, 3 richtig gute Torchancen gehabt, das Ding machen. Ja. Und dann habe ich auch noch mit ein paar gesprochen, die im Spielfeld waren während dem Spiel, dass es halt ein ganz, ganz klarer Handelfmeter war. Ja. Und das ist natürlich bitter. Ja. Ich weiß nicht, ob dem Schiri da dann der Mumm gefehlt hat, es zu pfeifen, oder dem Linienrichter, der muss es gesehen haben. Aber gut, haben jetzt das dritte Spiel hintereinander unentschieden gespielt. Ja, das ist natürlich, bewegt sich nicht viel, aber auf dieser zweiten Halbzeit hier gegen die Kickers können wir natürlich wieder aufbauen und jetzt bereiten wir uns gut vor auf das letzte Spiel dieses Jahr in Pforzheim und versuchen da 3 Punkte zu holen. Dankeschön. Ja, lieber Alfonso, vielen Dank für die Ausführungen zum Spiel. Tobi, dein Fazit zum Spiel bitte. Hallo zusammen. Ich denke auch, dass es ein gerechtes Unentschieden ist. Wir haben sicherlich in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr kompakt, sehr viele Aktionen nach vorne gehabt. Ich denke, wir müssen auch hier noch ein zweites Tor schießen. Von daher war das eine sehr ordentliche Leistung in der ersten Halbzeit. Umso schlechter war dann natürlich die zweite Halbzeit. Ist noch nicht ganz zu erklären, das muss ich dann erstmal in Ruhe analysieren. Und im Strich haben wir viel vermissen lassen, was man braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Und von daher, so ist halt dann ab und zu mal im Fußball, reicht es dann nicht. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das, was wir in der ersten Halbzeit machen, auf jeden Fall länger in dem Spiel machen, wie nur 45 Minuten. Dankeschön. Dir, Tobias, vielen Dank für die Ausführungen. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an die beiden Trainer? Sollte dem so sein, bitte um ein kurzes Handzeichen. Eine Frage an Herrn Flitsch. Wie haben Sie denn diese strittige Situation gesehen, die ja, bei denen die Bissinger den Handelfmeter moniert haben? Und, haben Sie auch mit dem Spieler gesprochen? Ich habe noch nicht mit dem Spieler gesprochen. Ich selber habe es auch nicht gesehen. Ich habe auch nur gehört, dass der Ball wohl an die Hand ist. Eine Frage noch an Herrn Garcia. Alfo,
Du hattest zwei Spieler im Kader mit Kickers-Vergangenheit, die durften beide heute nicht spielen, ein Abler und ein Milchraum. Bitter für die? Klar, es ist bitter. Es ist für jeden bitter, wenn du hier bei den Stuttgarter Kickers nicht zum Einsatz kommst. Ja. Das ist natürlich schon ein kleines Highlight, ja. Wenn man hier dieses ganze Umfeld sieht, dieses Stadion sieht, ja, da will jeder Fußball spielen. Ja. Klar, es ist unheimlich bitter, ja, aber ja, wir haben halt jetzt für heute so entschieden. Ja, vielleicht noch eine Frage an Tobias Litsch. Im Gegensatz zu der fünften Gelben hat er die gelb-rote Auswirkungen in der Fußball-Oberliga. Vielleicht der Blick auf das Spiel in Nöttingen, das letzte Auswärtsspiel des Jahres. Wie siehst du das vielleicht auch heute schon direkt nach dem Spiel? Also jetzt direkt nach dem Spiel sehe ich vor allem unsere schlechte zweite Halbzeit und jetzt nicht unbedingt die Auswirkungen auf das nächste Spiel. Wir haben einen großen Kader und dann wird ein anderer Spieler spielen. Ja, Herr Flitsch, noch eine Frage. Sie haben einen Spieler mit Badian außen, bringen aber Diakite. Trauen Sie ihm zurzeit nicht zu? Warum haben Sie das Vertrauen in den Badian verloren? Um Gottes Willen, ich habe das Vertrauen nicht in den Badian verloren. Also, er war jetzt angeschlagen und hat jetzt diese Woche wohl gut trainiert. Es ging dann in Unterzahl um ein Umschaltspiel beziehungsweise es ging generell ums Umschaltspiel. Wir haben in der zweiten Halbzeit nichts mehr auf die Reihe gebracht. Unser Ballbesitz war katastrophal. Wir haben viel zu viel die Bälle verloren und dann war die Hoffnung, einfach einen schnellen Spieler zu haben, der das in den Spielen ja schon bewiesen hat, und in diese freien Räume zu kommen. Und das macht die Agilität macht es gut und von daher habe ich mich für ihn entschieden. Gut, es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Einiges geboten hier oben auf der Waldau. Zunächst gedenken wir morgen den Toten um 11.30 Uhr am ADM Sportpark, bevor dann am Montag um 19 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung bevorsteht. Den Gästen eine gute Nachhausefahrt, den Blauen ein gutes Wochenende. Vielen Dank fürs Kommen und auf die Blaue.